Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest Teil 11. So, wir sind hier in der Zitadelle der Zeit und wollen in die Vergangenheit reisen. Was jetzt gehen sollte. Du hast jenen bösen Geister vernichtet, die im Tempel hausten. Und das Salia erweckt. Ja, das habe ich tatsächlich gemacht. Sehr schön. Doch sie ist nicht die einzige, die deiner Hilfe bedarf. Um alle Weisen zu erwecken, musst du noch weit stärker werden. Reise zu den Bergen, in die Tiefen des Wassers und sogar durch die Zeit. Willst du in die Zeit, aus der du kamst, zurückkehren? So platziere das Masterschwert wieder im Zeitenfels. Tust du dies, so reist du 7 Jahre in der Zeit zurück. Ich bin dem Geräusche zu entschuldigen, es läuft gerade das Deutschlandspiel, das mich nicht wirklich interessiert. Und es ist gerade ein Tor gefallen. Uhaha. Es wird die Zeit kommen, da du in Windeseile an diesen Ort zurückkehren musst. Lausche daher meinen Worten. Das Lied, das du spielen musst, um zur Zitadelle der Zeit zurückzukehren, ist die Kantate des Lichts. Mit dem Stick spielen ist nicht so einfach. Also, ja, das klingt sehr dumm. Du hast die Kantate des Lichts erlernt. Solange du die Ocarina der Zeit und das Masterschwert in deinen Händen hältst, hast du auch Macht über die Zeit. Der Mob, wir sehen uns wieder. Meine Augen, es brennt. Er speichert die letzten Gegenstände, die man als junger Link ausgerüstet hat und du die automatisch wieder ausrüstest. Was ziemlich cool ist, wenn man darüber nachdenkt. Jetzt wollen wir nämlich, jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich das am klügsten mache. Genau, jetzt hole ich mir das Pferd. Es ist so, ich habe im letzten Spieldurchgang von Ocarina of Time, bevor ich Ganondorf vor den Toren von Hyrule angetroffen habe, habe ich tatsächlich das Lied gelernt, das ich brauche, was komisch ist, weil es da ja nicht funktioniert hatte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich könnte mich aber auch irren. Dieses Teil wird auch hitzebedingt etwas kürzer.
Muss die Gekreisch und Gequieke abwarten. Ja, hitzebedingt wird das Video kürzer, weil es hat bei mir am Meteometer sagt 35 Grad. Ja. Diese Wolke über dem Todesberg, sie bedeutet nichts Gutes. Die ist doch immer da. Lustig, dass man genau dann zum Todesberg schaut. Ich glaube, in diesem Teil muss ich tatsächlich den Ton wieder mehr nachbearbeiten, wegen Nebengeräuschen von schreienden Leuten. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Oh, eine hübsche Ocarina. Wirst du das Lied auf der Ocarina spielen? Ich finde, es klingt immer noch lustig. Hast du Brunners Lied erlernt? Ja, jetzt können wir die Zukunft reißen und uns das Pferd holen, hoffe ich. Oder komplett verkacken, je nachdem. Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, ob ich... Boah. Ja, es ist ein bisschen schwer, sich zu konzentrieren, weil es extrem heiß ist. Ich glaube, ich gehe kurz in den... Dekobaum und kümmere mich da um die Sachen, die ich noch nicht gemacht hatte. Ich bin tatsächlich auch gespannt, wie dann eigentlich der Wassertempel ist, weil der ist ja tatsächlich ja der Nemesis vieler Leute. Ocarina of Time, weil der ja angeblich so schwer ist. Ach, okay, da bräuchte ich den Hammer. Egal. Da habe ich mich jetzt tatsächlich erschreckt. Jetzt
muss ich tatsächlich nämlich schauen, wo ich da hin muss. Ja, weil das habe ich tatsächlich nicht auswendig im Kopf, dafür habe ich aber Notizen. Da bist du. So. Jetzt muss ich erstmal nach oben. Das ist immer schön. Die mir tatsächlich besser gefällt wie im Original ist, dass man hier nicht erstmal Gegner besiegen muss, um hochklettern zu können. Weil das ist ja im Original, da muss man da zwei, drei Gegner abschießen und ja. Ja, die kann ich ignorieren. Zu weit nach oben. Ach, das wäre der eine Raum gewesen, hätte ich hier hochklettern müssen. Ups. Ich habe noch eine goldene Skulptur zerstört. Jetzt das interessiert mich, ob ich die... Nein, da fehlt noch eine Skulptur. Muss ich die wieder unten. Ah, super.
Eigentlich, jetzt müsste ich nicht alle da haben. Nein. Da fehlt noch, da ist noch irgendwo eine Skulptur. Ich habe erst 17, aber ist hier vielleicht noch eine? Das ist strange. Kann ich auch nichts machen. Scheint wohl irgendwo noch eine Skulptur zu sein. Das ist was Gescheites. Toll. Das ist jetzt aber sinnvoll. Aha. Hat ja gut funktioniert. Ja gut, ich wollte halt bloß wissen, was da ist, aber da fehlt dann wohl noch eine Skulptur. Aber ich weiß jetzt nicht wo. Ist mir dann wurscht. Muss ja nicht auf Biegen und Brechen alles haben. Habe ich zumindest besser, kann ich schon mal abhaken.
muss ich mal schauen, wie das nochmal ging, das Lied. Hier. Ich spiele das, was so lustig ist. Man braucht es für nichts anderes, glaube ich. Und Action. Ui, wie die Zeit vergeht. Wenn du 10 Rubinen lasse ich dich reiten. Reiten. Soll ich dir erklären, wie man reitet? Nope. Ich war am Dank, Tehe. Das funktioniert manchmal nicht so besonders. Hey, runter vom Pferd, die Zeit ist abgelaufen und du hast nur 10 Rubine gezahlt. Für nur 10 Rubine lasse ich dich reiten, reiten, nicht reiten. Soll ich dir erklären, wie man reitet? Nein. Hm.
Manchmal geht's besser, manchmal geht's schlechter. Aber der Joystick ist nicht die idealste dafür. Ich glaube, das muss ich doch gescheit machen. Ja, runter vom Pferd, die Zeit ist abgelaufen. Du hast ein Ziel, wie die jetzt eigentlich weiß. Ah, ich muss irgendwas machen. Probier mal mit einem anderen Pferd, vielleicht geht's besser. Warum geht das nicht? Ist das ein neuer Bug oder was? Komm mit dem Pferd da nicht drüber. Geht sogar. Ah, wir kennen das schon. Okay, jetzt probiere ich es noch einmal und dann schaue ich mal, was ich anders machen muss. Oh, das hat geknackt. In der Konzeptversion waren das tatsächlich Sporen, die angezeigt werden und nicht Karotten. Aber man hat es gerne, weil es so ein bisschen unfreundlich wirkt. Ach, okay, das war zu... Hey, runter vom Pferd, die Zeit ist abgelaufen und du hast uns hier nur wenige Zeit, ja. Das ist aber komisch, dass es nicht... Nicht reiten. Na gut, dann verschwinde von meiner Farm. Ich glaube, ich muss erst etwas machen. Die Frage ist, was... Oh, ein Besuch ist lange her, seit wir Besuch hier hatten. Wo kommst du her? Seit Ganondorf hier sein Unwissen treibt, sind die Erstwurzelkämmer ja klar, logisch. Ja, Kämmer. Okay, das war der Text im Schnelldurchlauf. Okay, dann nee, dann muss ich wahrscheinlich noch besser werden. Ah,
Ah, warte mal, ich glaube, ich könnte sogar tricksen. Ich müsste probieren, ob das tatsächlich geht. Manchmal ist es tatsächlich ein bisschen strange. Ah, das Gamepad vibriert auch beim Reiten. Ach komm. Das war jetzt strange, ich bin gerade weggeglitscht. Okay, irgendwas muss ich machen. Muss ich mir das einmal lustig ist, er sagt, dass man mit Epona trabt. Genau. Da heißt nicht, setze vor dem Ding, vor dem, nutze die Peitsche, das lustig ist es, aber es gibt ja keine Peitsche, deswegen, ich muss mal schauen, was ich falsch mache. Oder muss ich tatsächlich das andere Pferd nehmen? Das mache ich jetzt einfach mal. Diese Wolke, ach, halt doch die Fresse, wen interessiert's? Was denn?
Warte mal, ich glaube, ich muss ihn ansprechen. Da war doch was. Setzt du die Zielerfassung ein, kannst du mit mir sprechen, während du auf dem Pferd sitzt. Willst du jetzt schon gehen? Nein, ich will reiten. Wenn die Zeit abgelaufen ist, zeige ich dir Bescheid. Stimmt, ich muss ihn auf dem Pferd, glaube ich, ansprechen. Ich habe gedacht, ich muss sehr viel Zeug machen davor. Herr Hunde vom Pferd, die Zeit ist abgelaufen. Ja, genau. Ich glaube, da muss ich ihn auf dem Pferd ansprechen. Ich glaube, die Hitze macht es nicht besser. Weiß ich, wie sich die Böshexe aus dem Westen fühlen muss. Ich schmelze, was für eine Welt. Du reitest nicht schlecht, wie wäre es mit einem kleinen Rennen? Eine Runde um die Gruppe. Wenn er hält, sagen wir 50 Rubine, ja? Ja. Ja, lieber noch ein wenig, dann kannst du gegen mich antreten. Leder. Ah, er kennt nicht, dass ich auf dem... Er kennt nicht, dass ich noch auf dem Pferd bin. Oh. Okay. Sehr verbuggt. Also das ist schon sehr verbuggt. Das nervt mich schon ein bisschen. Das hat mich früher schon ein bisschen genervt, dass es ein bisschen unpräzise ist. Ich mal will er mal oder nicht. Du reitest nicht schlecht, wie wäre es mit dem kleinen Rennen? Eine Runde um die Gruppe. Gewinner hält, sagen wir 50 Rubine, ja. Übel lieber noch ein wenig, dann kannst du auch gegen mich antreten. Leder. Ja, das ist ein bisschen komisch. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so Probleme gemacht hat, glaube ich. Ich kann mich aber auch an. Also ich glaube, ich brauche 50 Rubine. Ja, stimmt, das glaube ich. Da brauche ich 50 Rubine, logischerweise, sonst kann ich die nicht retten.
Boah, der geht mir ganz schön auf den Sack. Brauche ein paar mehr Rubinen, glaube ich. Das sind aber, glaube ich, welche in den vier Töpfen. Die respawnen aber nur, wenn man weg... Nee, waren da welche? Ich glaube, da waren welche. Das heißt, ich brauche Rubine und dann muss ich das nochmal probieren. Probier's noch ein letztes Mal, wenn das nicht funktioniert, dann lasse ich's. Es wird mir langsam zu warm. Speedrun Strats. Ah, jetzt geht's so. Maledeit. Ich hoffe, du möchtest gerne dafür fertig von dieser Demütigung. Hey, wie wär's mit einer Revanche? Gewinnst du, gehört dir das Pferd. Ganz knapp. Ganz knapp. HMS drin habe ich nur geblufft. Wie konnte ich gegen dich verlieren? Komm wieder, wenn du es erneut versuchen willst. Was? Ah, shit, da brauche ich nochmal Geld. Brauche ich ja 100 Rubine. Richtig schnell her. Warm.
Ich überlege gerade. Bin jetzt ganz ehrlich, ich beende an dieser Stelle den Teil, weil ich das. Weiß mir, wird es gerade dezent zu warm. Und ja. Ich hatte nicht das Problem, sehr spitze Griff, was einfach mal an der Temperatur liegt, die hier gerade auf laut Thermometer 40 Grad gestiegen ist. Deswegen werde ich hier den Teil, bevor ich ihn noch ganz schmelze. Und ich hoffe, es hat gefallen und bis dann. Verdammt, vermaledeit. Wie konnte ich gegen den Deppen verlieren? Oh, schlechter Witz.